Muss aber ganz dringend los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Zelda Breath of the Wild. Ich habe vergessen, vorzuproduzieren und jetzt bin ich hier. Es ist schon gleich 23 Uhr. Und muss das, wenn denn, noch für morgen hochladen. Ja, in der letzten Folge haben wir Kakariko, bla bla bla, ne, gemacht. Dann haben wir irgendwie ein Dingsbums gesehen, so ein Titan wieder. Und dann haben wir Rückzug gemacht. Jetzt sind wir wieder hier und wollen dahin. Dahin. Dahin wollen wir. Genau. So, und ja, ich nehme erstmal ein bisschen Proviant mit, damit wir dann auch gut hinkommen. Wenn das überhaupt geht hier. Abwärts. Okay, alles klar. Hier ist auch nochmal was Schönes hier. Das will ich eigentlich gar nicht haben, ganz ehrlich. Also manchmal ist es so absurd, denn die Sachen da mal mitzunehmen. Aber man hat ja gesagt, dass da was dran ist. Dass da irgendwie, na, wie sagt man? Wie sagt man das? Dass man da Medizin draus machen kann. Stimmt ja. So. Oh. Oh, lass doch dein Dings hier. Guck mal. Steht da ganz alleine. Hallo. Oh, wie wär's mit ein paar Zutaten? Ja, großartig, wenn du. Ich möchte mal was kaufen. Was hast du denn so Schönes hier? Ziegen? Oh, aha. Ja, alle. Immer. Oh. Oh, dann weiß ich ja Bescheid. Okay, weiter geht's hier. Nicht, dass ich jetzt von die Titania angegriffen werde. Sorry. Ich bin ein bisschen schneller hier unterwegs. So. Ja, da geht's weiter. Muss mal so ein bisschen aufpassen, was das so angeht hier. Wie zum Beispiel das hier gerade. Und ich weiß nicht. Ich glaube, hier sollte ich lieber nicht lang gehen, weil ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich steig mal kurz sicherheitshalber ab. Weil ich glaube, ich weiß, was hier ist. Ich gehe erstmal hier hin. Um zu gucken, wer hier überhaupt ist. Hallo. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statuen, dunklen Lichter bohrende. Das heißt wohl, irgendwo da drüben müsste es sein. Wer bist du denn? Ah, du hast sicher eine Frage zur Archäologie, weswegen wendest du dich kaputt? Was hast du eine Ahnung, wovon ich rede? Ich bin überhaupt, wo ich überhaupt bin? Ich bin Kalb. Ich habe mein Leben der Erforschung von antiken Schreinen gewidmet. Ich bevorzuge allerdings magister Kalib oder auch nur magischer Magister, so nennt man mich. Die meisten oder sollten sie zumindest, okay? Wie dem auch sei. Ich bin gerade mit den Entziffern dieser alten Inschrift beschäftigt, daher habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Lange Jahre erforsche ich dieses Thema schon, das könnte Entdeckung des Jahrhunderts werden. Daher muss ich ständig auf den Hut vor Thesendieben sein, die sich immer Arbeit mächtigen können. Nicht einmal meiner Familie kann ich von diesen Forschungen erzählen, verstehst du? Magister. Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht einfach nur Kalib, sondern Magister. Es klingt auch noch so ehrlich gemeint. Nun, so viel intellektueller Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, dann gebe ich dir ganz unter den Einblick. Erst strahlen die Augen der fürchten Statue in dunklen Lichter, durchbohren sie das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die entschlüsseln versuche. Na, siehst du jetzt ein, dass diese Arbeit der Horizont einer Ah, ich wollte halt drinnen bleiben, aber es geht irgendwie nicht. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz hier was wegmachen. So, da. Da. Was ist das jetzt? Ja. Es ist öffentlich? Okay.
Nun weißt du, was eine wahre Mahlgeisterleiste tagsüber Scheine ausgraben und noch solche Kopfnüsse knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder Arbeit widmen. Setze dich ruhig fort, ja? Ernsthaft jetzt? Hallo. Okay, das ist anscheinend eine Questaufgabe. Hallo? Sehr gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Belis, der Schatzjäger. Sicher hast du bereits von mir gehört, nein? Es schüttelt wie ihr grübeln. Ich warte wohl besser, bis euer Regen aufhört. Hey du, bist du an Wächterteilen interessiert? An Wächterteilen? Ah, ne, davon habe ich schon genug. Alles gut. Aha, danke. So. War das jetzt hier? Ich glaube, das war nur hier, dass ich den Männern hier mal kurz langschauen konnte, ne? Oder wie war das nochmal? Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher und ich hätte das lieber nicht machen sollen. Ja, ist in Ordnung. Du hast ja sowieso nicht auf mich. Ja, sie kommt nicht. Ich weiß. Menschenskinder. So. Versuche, was zu machen, okay? Ah, komm schon. Ich versuche was zu machen. Sorry. Gott, war das knapp. Okay, man kriegt den nicht rum hier. Let's go. Bevor er noch was sagen konnte. Hat man mich jetzt bekommen? Ja. Kommt doch her, hier. Was ist da gerade passiert? Sorry, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, aber. So, okay. Was ist da gerade passiert, Alter? Hallo? Ich glaube, ich sollte jetzt nicht mehr so eine. Spielchen hier machen. Es wird ernst. Ach, warum gehe ich überhaupt noch hier hin, ey? Um das Fleisch zu nehmen. So. Jetzt schwimme ich wieder dahin. Ich hatte schon die Bedenken. Ich habe ja jetzt das Video von Life is Strange hochgeladen. Ne? Bin jetzt eigentlich mal am Finale angekommen. Und da steht halt öffentlich und da sind keine Beschränkungen oder so. Vielleicht hat man es geschafft, dass die Musik jetzt Copyright geschützt ist oder so. Komm mit, wuhu. So, welcher Weg, ne?
Was ist da hinten? Anscheinend noch nichts. Oder? Sind da die Schreine vielleicht? Moment, ich muss mal kurz gucken. Oder warte mal, ich bin gleich wieder da. So, ich wurde ein bisschen gerade gestört hier. Natürlich nehmen wir diesen Weg hier, aber ich glaube, das sind auch Schreine. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil die führen ja auch dahin. Hallo, ja. Stell dich doch nicht so an. Ich guck lieber erstmal. Oh nee, die Schreine sind ja da hinten. Ne. Denn nicht. Hier, komm, hier. Hier. Oh, ja, mir egal, los geht's. Ich wusste es. So, erstmal kurz. Du bist gleich dran, oder? So, was haben wir denn hier? Ja. Ja, gut. Erstmal was essen. Ich habe mein Dings fast getötet hier. Lass mal das nehmen, ne? Ja. Damit ich das jetzt auch mal weg habe, denn. Oh, gib mir das auf Keks hier. Und ein Schwert. Banane. Was? Was haben wir denn noch so? Oh, Rubine. Oh, ich habe ihm sein Geld abgeknöpft. Und nicht, dass er jetzt gleich down ist, mein Pferd. Es wollte mich umfahren. Umfahren. Genau. So. Oh, da ist noch ein Schrein. Glaube, da kommen wir auch gleich an. Soweit ich, glaube ich, weiß. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Aber es ist irgendwie auch toll, dass wir mit Link irgendwie gar nicht schlafen. Wattenschlange, kein Schrein mehr, soweit ich weiß. Ich glaube, eine Folge hatten wir jetzt nur einen Schrein gehabt. Aber mehr war das auch gar nicht, ne? Wir fahren da lang. Gehen da lang. Fahren. Fahren ist auch gut. Ja, ich kann euch jetzt irgendwie nicht so viel zeigen. Ich möchte jetzt irgendwie auch vorankommen. Und außerdem möchte ich das dann halt auch so gerne schaffen. Dass ich dann auch rankomme mit Zelda, Tears of the Kingdom. Und da kann ich mir halt wieder Zeit lassen, wie ich möchte. So. Oh, da braucht jemand unsere Hilfe. Geht's dir gut? Schön, dass du gehst. Guck mal, wie ein Angsthase hier. Autsch. Wenn sie angreifen, kann man aus hinterhältig. Was? Komisch. Immer wenn ich Maxi-Turfel suche, gerate ich immer in Lebensgefahr. So. Wir haben hier nur Pilze gesucht und plötzlich wurden wir vom Monster angegriffen. Darin ist meine Schwester schuld. Sie will ja wieder nach Hause, wenn Max die Trüffel gefunden habe. Ach, Herr Jemine. Oh, hallo. So. Sorry. Das wollte ich nicht, aber ich nehme es trotzdem mit gerne. Danke, tschüss. So.
Los jetzt hier. Oh mein Gott. Aha. Ach, Hateno, stimmt ja. Ich bin's doch nur, Linke. Wie Pinke. Ja, gucken wir mal uns das hier alles schön an. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt am besten jetzt schon machen soll. Das Blöde ist, ich habe hier keine Fackel, ne? Mist. Ich such mal eine Fackel. Irgendwo muss ich doch eine Fackel finden hier. Hallo, habt ihr eine Fackel? Nein? Okay, oh Gott. Der schaut mir ein bisschen böse aus. Ein bisschen böse ist noch nicht ausgedrückt. Schau nicht mal, hier ist eine. Aber Holzpfeile sind da. Aber hier ist ein Kochlöffel. Ich glaube, ein Kochlöffel, da kriege ich das gut hin. So. So. Irgendwo muss doch eine blaue Flamme sein, oder nicht? Da auf jeden Fall nicht. Das weiß ich. Na, hier schon wieder das Gleiche. Aber ich hoffe, die möchten jetzt keine weiteren Hühner haben hier. Oh, sorry. Der baut hier rum und ich zerstöre alles. Ist das hier? Ist hier diese mysteriöse Quelle? Oder muss man erstmal nach oben alles laufen hier? Oder wie ist das jetzt? Hallo. Willkommen. Nee, hier ist noch Schlafplatz. So. Ich gehe mal wieder hier nach oben. Vielleicht ist hier noch was Tolles. Aber anscheinend ja nicht, ne? Aber wo kriege ich jetzt diese blaue Flamme her? Ach, hier. So. Dann nehme ich mal das hier. Oh Gott, reicht das überhaupt aus? Wo muss ich damit eigentlich hin? Ist danach ganz oben. Ach du Heilige. Hä? Wie soll ich das jetzt schaffen? Nee, das schaffe ich nicht. Hä, wie habe ich das denn gemacht? Erstmal bräuchte ich sowieso so ein Teil hier. Aber hier ist auch keiner. So. Einmal hier. Einmal. Ich glaube, die muss ich alle anmachen, ne? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich mach das einfach jetzt mal. Guck mal, das mache ich auch noch an. Okay. Gut, ich dachte schon. Ja, darf ich? Danke. Ich darf jetzt halt bloß nicht rennen. Dann habe ich Probleme. Sorry, dass ich heute wieder so ein bisschen leise bin. Aber es hat auch einen Grund. Eigentlich hat es keinen Grund. Nein! Ist erbrochen. Ich wusste doch, da geht mal irgendwas kaputt. Aber ich brauche das. Er zerbricht gleich, ist mir doch egal. Ach, ich brauche eine Fackel. Verdammt nochmal. Aber hier ist auch nirgends eine Fackel. Gören, habt ihr keine Fackeln? Hast du eine Fackel?
Nö, hier ist keine Fackel. Hätte ich mal die Fackel lieber da lassen sollen, ganz ehrlich. Ah, Mist. Hier ist ein normaler Stock. So. Das macht mich gerade ein bisschen sauer. So, was ist das für eine Konversation? Was fällt dir ein? Versuchst du uns etwa zu belauschen? Das kannst du aber vergessen. Jugend von heute, ich muss ein Wörtchen mit deinen Eltern reden. Man beschaut. Oh, die sind schon über 100 Jahre tot. du weißt nicht, du wirst das nicht glauben, was mein Kind neulich gehört hat. Im Hateno-Institut geht seit kurzem ein Mädchen ein und aus. Wie seltsam. Wie kann das denn zustande? Adoption? Ich weiß nicht, das würde diese Forschung gar nicht ähnlich sehen. Ob das Mädchen in Wirklichkeit. Nein, das kann nicht sein. Ah, die eine, okay. So. Ist hier eine Fackel? Hallo? Aber ein Apfel. Super. Alles klar. Leute, was mache ich hier? Der macht mir noch Angst. Glaube, ich weiß schon, wie ich diesen Part hier nenne. Ruf einer Toten. Ne. Oh, ich glaube, ich weiß wo. Ich gehe nochmal kurz zu Kakariko. Und dann gehe ich nochmal dahin. Ich hätte mal lieber erstmal den Schrein machen sollen. Egal. So. Dann gehe ich mir denn davon aus, dass es denn so geht. Okay. Kriege ich hin. Das kriege ich hin. So. Kommt da denn? No. Ja. Ja. Super. Okay. Egal. Wo gehe ich überhaupt hin? Mensch. Das Dorf ist doch hier. Ja. Weil hier ist doch auch irgendwo eine Fackel, habe ich gesehen. So. Nee, da ist keine Fackel, das ist nur so ein Dings. Die verschwundene Fackel hier, hallo? Mann, ich fühle mich verarscht. Hier gibt's Kinder. Hä? Oh, in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa einer der Jäger, oder? Och, das war nur ein Scherz. Du brauchst dich nicht ernst aus der Wäsche zu schauen. Derjenige, die die Verheerung garnen und in die Treue geworfen haben, nennt sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon gegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind die sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. Du kennst doch die Leute gerade, die einschätzen und so. Nimm dir ein Scherz übel. Ah, danke. So. So. Ist hier irgendwo ein. Ach, eine Fackel. Was eine Fackel. Ja, und wieder zurück. Scheiße, da muss ich hin. Verdammt. Kann ich mich nicht dahin teleportieren? Kann ich mich nicht zu meinem Pferd teleportieren? Hätte ich mal erst den Schrei machen sollen. Verdammt nochmal. Ich kann nicht mehr. So, wieder da. Hat eigentlich jetzt nur 5 Minuten gedauert. Aber okay, let's go. So.
Ich fang dich. Ich fang dich mit der Flamme. So. Was? Ja, was? So. Glaube, ich werde sowieso wieder Pech haben. Also das Wetter schaut jetzt noch ganz gut aus. Nein. Was ist denn? Wie du damit rumläufst, sieht fast aus wie ein Stern. Schön. Oh Gott. Deine Haare brennen. Sorry. Oh Mann, dieses Kind geht mir schon wieder auf. Geht mir echt auf den Keks, ey. Kannst dich nicht. Hau ab. Muss ich die eigentlich auch machen? Nö, glaub nicht, ne? Oh, es hauert ab. Ja, es verschwindet. Oh. Aha. Naja. Wird mir eh stinken. So. Wo geht's jetzt hin? Oder muss ich da nach unten? Ich musste das gar nicht machen. Na super. Oder vielleicht ist es ein versteckter Krog. Kann auch sein. So. Jetzt bist du nach oben, oder was? Wo bin ich überhaupt gerade? Weiß es gar nicht. Muss ich jetzt hier hin? Ne, ich krieg gerade total falsch. Ja. Ja, ich gehe gerade total falsch. Yay, super, perfekt. So, da mache ich den auch noch mal gleich. Sorry, dass ich heute nicht so viel rede. Blub. Aber ich glaube, wenn ich da auftauche, dann wird es anfangen zu regnen und ja. Ich schätze mal auch so, dass es, wenn denn so kommen wird. Weil es wahrscheinlich sehr schwer sein soll, da aufzutauchen. Wuhu! Lustig. Sachen anzufackeln ist lustig. Das wirklich so lustig ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. So. Und let's go. Und let's go. Komm schon. Ja. Ja. Es wurde aktiviert. Super. Perfekt. Hallo. Und bye. So. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Trotzdem, auch wenn ich überhaupt
nicht reden konnte oder sonst irgendwas machen konnte. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Hinterlasst gerne ein Däumchen oben da, kommentieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Zelda Breath of the Wild. Ja, warte. Leuchtet da was? Hat da was geleuchtet? Oder war das jetzt nur so irgendwas? Oh, da ist der Vulkan. Oh, ich muss mal überlegen, wo ich als erstes hingehe. Ob ich jetzt da oder da hingehe. Mal gucken. Und da noch. So, okay, das war's jetzt mit dieser Folge von Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, hat euch gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, da kommentiert nicht vergessen. Und bis dahin sag ich bye bye.